Erstmal willkommen zurück zu Donkey Kong Land 2. Immer noch hier in dem Freizeitpark der Hölle. Guybrush Threepwood war auch schon hier. Seht ihr noch ein Spiel, was ich unbedingt mal anfangen muss, ne? Das gute neue Monkey Island mit der gewöhnungsbedürftigen Grafik. Erstmal muss ich hier wieder ein bisschen klarkommen, was die Steuerung angeht. Ja, genau. Ah, oh, wow, das war knappig. Hat mich schon echt lange nicht mehr gespielt, das Ganze hier. Muss ich erstmal wieder auf die. Muss ich erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Hat keiner gesehen, sagt er. Das hat auch keiner gesehen gerade. Das hat auch keiner gesehen. Nein! Ach, ich dachte, der fliegt ein bisschen tiefer. Ich will auch, wie gesagt, ein bisschen ruhiger an die Sache rangehen. Nicht so gerusht wie die letzten Male. Denn wir sind hier nicht auf dem Speedrun. Das muss ich mir erstmal ein bisschen eingestehen. Auch wenn ich diese Spiele hier gerne mal speedrunnen möchte, will ich halt eben überhaupt erstmal das Spiel wieder durchspielen nach langer, langer Zeit. So. Bonk. Bonk. Dann seht ihr, das geht doch hier richtig gut. Nein! Ich habe noch gesprungen gedrückt. Ich habe gerade so auf den Chat geguckt und dann gucke ich so rüber und habe eigentlich Sprung gedrückt und der Sprung kam nicht an und dann so. Oh. Oh, feier. So viel zum Thema, nicht speedrunnen hier. Wie gesagt, erstmal ein bisschen warm werden. Alles gut. Muss erstmal wieder die Sprungsequenzen und so weiter lernen. Ihr wisst ja, wie das halt eben so ist, ne? Man denkt sich nichts Schlimmes bei und dann passiert hier sowas. Kann natürlich auch mit Dixie einfach mal. Nein! Ach, doof, ey. Da springe ich auch noch. Es war so klar, komm. Einmal Reset und dann geht's weiter. Wir brauchen gar nicht erst die Sterbesequenz sehen. Wir wissen ja, dass wir gestorben sind und dass wir das Level nochmal von vorne anfangen müssen. Alles nicht so dramatisch. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie das Spiel geht. Ne? Welcher Button Sprung ist, welcher Drehen ist und so weiter. Jetzt machen wir das Ganze First Try. Jetzt läuft das Ganze hier richtig rund, das könnt ihr mir glauben. Denn tatsächlich, hier Donkey Kong Land 2 ist nämlich, was so ein bisschen die Steuerung angeht, nicht so unfair wie jetzt der erste Teil. Bonk. Der erste Donkey Kong Land war ja wirklich Steuerung des Todes. Nein! Oh, Blindsprung. Okay, zweiter First Try. Blindsprung des Todes an der Stelle. Was soll man da auch anderes erwarten? Oh ja, na komm. Machen wir. Ah, Mist. Das kann ich bekommen. Och nein! Ich dachte, dass ich von diesem Sprung aus direkt auf die Rolle wechseln kann. Aber ich muss richtig springen. Ich kann nicht vom Gegner auf die Flatter. Also auf Dixies Hubschrauberhaare zurückgreifen. Aber dann machen wir das jetzt
Jetzt wird alles gut. Aha. Bonk. Bonk. Sag ich doch. Einfach mal ein bisschen gediegen und freundlich. Guck mal, wir sind schon weiter als vorher. Tschüss. Hä? Da kommt der Vogel ums Eck. Bird is a jerk, ne? Wissen wir ja schon. Wie in jedem Spiel, the bird is a jerk. Ach, hier kann ich irgendeinen coolen... Aha. Homof, Minzkatze, ich grüß dich. Schön, dass du da bist. Was muss ich machen? Oh, alle Sterne sammeln. Nein. Hab ich alle? Jawohl. Alle Sterne. Na sicher, alles gut. Und bei dir so? Auch alles in Ordnung? Ja, danke Tommy für das Shoutout für die gute Minzkatze. Hat sie verdient, die gute. Die hat das letzte Mal Raft gespielt, ne? Nein! Nah dran. Da hat, First Try. Der vierte First Try heute. Hey, ich baue hier einen Mist zusammen. Es ist zumindest noch nicht Bayonetta. Ja, es ist noch nicht Bayonetta. Der Emulator ist schuld. Eindeutig. Hätte ich dieses Spiel auf dem Super Game Boy gespielt, wäre das 1000-mal besser. Oh, das wäre natürlich mal eine Idee. Wenn wir das Spiel auf dem Super Game Boy spielen. Aber jetzt haben wir damit schon angefangen. Sad. Oh, aber wir könnten Sword of... Ah nee, das wäre auch nicht so gut. Wegen dem Grinding. Wegen dem Rumgrinden wäre es nicht so praktisch, Sword of Hope auf dem Emulator zu spielen, auf dem Super Game Boy zu spielen. Weil das würde das Spiel halt eben nur hart in die Länge ziehen, was ja keiner will. Wir wollen da ja auch relativ flott durch, das war knapp. Oh weia, keine Ahnung, wie ich das jetzt gerade geschafft habe. Aber ich freue mich sehr darüber. Boah, Bird, ey. Bird ist ein Jerk. Okay, scheiße auf dieses Bonus-Level da. Boah, geschafft. Halbzeit! So, wir machen hier einfach mal den Easy-Weg. Ich hab noch, ich hab gerade noch gesehen, dass die Bananen uns hier verarschen an der Stelle. Und da war es zu spät zu adjusten. So. Diesmal falle ich nicht auf den Mist rein hier. Weg mit dir! Was hab ich denn hier? Krokodil? Aha, haben wir Krokodile? Meh. Oh boy. Zum Thema, ich lasse mich nicht verarschen. Gerade habe ich mich richtig verarschen lassen von dem Viech. Ich weiß, Bonuslevel und so weiter ist mir jetzt egal. Ich will hier einmal durchkommen, ne? Das mit den Bonusleveln, das machen wir dann irgendwann anders. Vielleicht, keine Ahnung. Nächstes Jahr. Das war jetzt wohl hart gelogen hier. Aha! Whip.
kann mich nicht daran erinnern, dass das Spiel so dermaßen schwer war. Zum Glück nochmal an die Stelle hier erinnert. Jetzt mal ein bisschen mehr Konzentration, bisschen weniger Rumgeblubber. Und dann sprinten wir hier einfach mal durch die Weltgeschichte, so gut es geht. War das knapp? Ja, vielleicht. Ach komm. Dieses Level will mich nicht, ne? Deswegen, ich mag diese ganze Stage hier nicht. Ich mochte diese Stage hier noch nie. Vor allem, die Lava-Stage haben wir jetzt durch. Und das hier ist eigentlich, glaube ich, die schlimmste von den ganzen. Die anderen, die gehen eigentlich voll. RIP. Ich hätte mir hier nochmal einen Todescounter anstecken sollen. So, ich brauche hier die Münzen, sonst kann ich hier irgendwann nicht mehr abspeichern. So ein Death-Counter. Das wäre es gewesen für mich in diesem Game. Whip. Einfach mal die Kiste wieder dort ablegen, wo sie herkam. Ach ja, welch wundervolles Spiel das doch ist. Nee, tatsächlich ist das Spiel wirklich gut. Ich stelle mich hier halt eben einfach nur wie der letzte Volldepp an. Boah, ich dachte gerade, es wäre die Stelle mit dem... Mit diesem Troll-Move-Dings, was ich vorhin meinte. Hui! Easy! Richtig einfach. Das ganze Game hier ist eigentlich mega einfach. Ich frage mich echt, na das ist eins der wenigen Games, die ich auch als Kind durchgespielt habe. Wie habe ich das als Kind ausgehalten, ohne gänzlich auszurasten oder meinen Gameboy zu zerlegen? Fragen über Fragen. Jetzt würde ich ganz gerne in die Vergangenheit zurückreisen und das herausfinden. Einfach mal mein jüngeres Ich fragen. Sag mal, wie hast du dieses Spiel ausgehalten? Der ist einfach weitergelaufen. Ich habe nicht meine Taste gedrückt. Oh, ist das dreist. Ich habe nicht mal eine Taste mehr gedrückt und dann rollt er einfach weg. Boing. Ich erinnere mich, als wären wir hier schon mal gewesen. Bin ich unfähig heute oder was? Und wenn ja, auf welcher Ebene von unfähig befinde ich mich hier jetzt bitte schon gerade? Oh, ey. Vielleicht zweimal den gleichen Fehler machen. So bin ich halt, ne? So bin ich. Er springt einfach nicht. Ich springe und er springt einfach nicht. Sag mal, Diddy, was ist da los? Seid ihr heute... Ah, das war der Fall.
Also, ich finde das hier langsam nicht mehr witzig, was ich hier mache. Das ist schon. Das ist ja schon. Fast ein Verstoß gegen die Gamer-Ehre. Das ist ja. Wortloses Versagen, was hier passiert. Von meiner Seite. Aber ich finde es zumindest schon mal auch sehr, sehr witzig, wichtig, dass man hier nicht zu blind rumläuft. Dann klappt es nämlich auch mit dem durch die Stage kommen. Wisst ihr was? Wir speichern lieber mal ab. Besser als das wird's heute nicht mehr. Besser wird's heute nicht mehr. Oh weia, war das peinlich, meine lieben Freunde. Moment, hier waren wir doch auch schon mal, ne? Sind wir echt so hart Game Over gegangen, dass wir hier leveltechnisch nicht mehr vorankamen? Oh ja, das war knapp. Ach ja, die ollen Wespen haben hier Wallhack, die können einfach durch Wände glitschen. Ich darf das nicht, ich bin nur der arme Spieler hier. Das war so klar. Mondkatz, ich grüße dich. Sei mir gegrüßt, wie geht es dir? Hattest du einen schönen Samstag? Tommy, mach doch mal bitte einen Shoutout für die liebe Mondkatz. Die ist so lieb. Boah, na, ah, zu spät geschnallt. Für die liebe Mondkatz. Es war so klar. Einfach einen richtig beschissenen Sprung. Dankeschön, Tommy. Einen ruhigen Tag. Was hast du denn Schönes gemacht? Hattest du gutes Wetter? Oder konntest du ein bisschen rausgehen? Die Katzen versorgen? Oh, dürfen deine Katzen eigentlich raus? Oder sind das nur reine Stubenkatzen? Ah, doofes Viech. Genau, schau mal, die Minzkatze haben wir auch da. Boah, ey, ich bin heute echt sowas von bescheuert in der Birne. Ich habe eindeutig noch zu wenig Kaffee. Aber hey, ich habe hier deutlich mehr Lebenspunkte als... Also... So. Ach, nicht viel? Bei dem grauen Wetter habe ich nur aufgeräumt, dann gechillt. Ja, das ist doch aber auch was. Zumindest was Produktives aus dem Tag gemacht. Nicht so wie ich. Ich habe heute wirklich nur den gesamten Tag auf der vollen Haut gesessen. Wenigstens eine Person hier. Kaffee für Düfti. Was? Kaffee? Kaffee ist immer da. Ich habe Kaffee. Und ich bin bereit, ihn zu benutzen. Ich habe auch vorhin zu meiner Freundin gesagt, so, weißt du? Ich habe auch heute überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen. Ja. Kleine Trinkpause. Tommy kriegt dann einen Schluck aus der kleinen Tasse. So. Schau mal da. Was haben wir denn hier Schönes? In die Richtung. Bomuff. Bomuff-Level. Alle zerstören.
Nice! Alle zerstört. I like. So, scheinbar muss ich hier hoch wieder. Ah, nee. War auch nur ein Bonus. So, ein bisschen die Bananen noch mitnehmen. Damit wir vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, dass ich ein Bonus-Level bekomme. Hier haben wir noch ein K, ein O. Nach dem K kommt das O, weiß man ja. Also dieses Level hier ist relativ simpel mit Dixie. Wie man gerade hier wunderschön erkennen kann. So. sag mal, Mondkatz, wo hast du eigentlich deine Emotes her? Für Twitch? Das muss ich mal nachfragen, weil ich finde nämlich die animierten VM mega cute gemacht. Nein! Meh. Oh, es geht schon wieder los. Mit diesem Rumgehake. Ich hab den nicht gesehen. Meine Emojis sind von June und Sierra und Dramata. Okay. Sag mir leider nicht. Ey, es geht schon wieder los, dieses Rumgehake. Ich weiß einfach nicht, warum. Öppa. Und Jens, ihr kleinen Krokodils. Warum sind die denn so, diese Krokodile? Die kleinen Snapper. Aber ich schaue mir das auf jeden Fall mal an, was sich dahinter verbirgt. Weil ich finde die halt eben echt gut gemacht. Ich finde die, echt richtig gut. Und ich bin auch gerade auf deine dancende Meets bin ich schon ein bisschen neidisch. Findest die Emojis auch cool. Onk, onk. 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 Weia. Yay! Bonus live. Was jetzt? Es ist da oben sah es gerade so aus, hätte ich irgendwas verpasst. Das sind Claptraps. Claptrap, das ist doch dieser Roboter aus Borderlands. Tun wir nicht so. Als ob das Claptraps wären. Level geschafft. Fehlt mir aber trotzdem eine Münze. Für King Sing Sting. Das ist die, das ist schon der Boss hier. Wo ist denn der? Jetzt hat er auch noch Iframes, der Olle. Hat er irgendwie ein festes Pattern oder sowas? Ja, schon so ein bisschen. Jetzt nicht diese ollen Haker, du scheiß Emulator, du. Hä? Achso, jetzt kackt er da seine Mückenfreunde aus. Aber sonst geht's ihm noch gut.
Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Er kackt die ja immer noch aus. Aber die bleiben nicht lange, ne? Nee, die verpuffen an der Zeit, das ist gut. Oh, Schwein gehabt. Ach Mist, da kommt er auf einmal von der Seite. Aber so schwer scheint er nicht zu sein hier. Er hat nur halt eben so ein kleines Random-Pattern. Bonk. Ey! Wie auch immer ich den jetzt gerade getroffen haben soll. Blöder Flattermax. Ich drücke runter und er bewegt sich nicht runter. Also ich finde den Boss hier einfach nur zum Abgewöhnen. Und dann kommt noch der Emulator-Müll dazu hier. Ey! Aua! Das tut weh! Oh, hi Alex! Und ein wunderschönes Pew zurück. Na komm. So schwer ist der doch gar nicht. Ey, das ist doch eine bodenlose Frechheit hier von dem. Die olle Mücke. Oh, jetzt geht er nämlich da lang. Na komm, den habe ich jetzt eigentlich getroffen, Freundchen. Aha! Geht doch. Wieder hier in einem Affenzahn durch, Kollege. Jawoll! Und ich kann abspeichern! Ja! Na also, wir kommen der Sache doch langsam endlich näher. Endlich auf der Siegestraße. Endlich. Okay, hier komme ich nie nochmal raus. Aber ich muss jetzt... Ja, oh, kleine Trinkpause. Für dich gibt's einen Kaffee, Alex. Hier, Stößchen. So hab ich's gern. Way. Ah. Geisterland. Gar kein Problem. Onk. So, wir versuchen hier mal wirklich mal ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil wir haben hier nicht mehr viele Lebenspunkte. Wir haben nur noch ein Diddy Kong, ein Dixie Kong. Und ansonsten ganz viel Ärgernis. Oh weia, so viel zum Thema vorsichtig sein. Das war gerade noch ganz leicht adjusted. Und für, nee, für dich nicht. Für dich gibt's nur ganz normal Wasser. Nicht, dass du dich hier noch irgendwie... Nicht, dass du dich sonst, keine Ahnung, dran gewöhnst oder so. Kann ich ja nicht zulassen. Du bist Moderator. Es soll ja keiner sagen, dass ich meine Moderatoren gut behandle. Wie stehe ich denn dann vor anderen Streamern da? Oh, war das knapp. Oh, war das knapp, Freunde.
Das war so knapp gerade. Oh, sowas hasse ich ja wie die Pest, ne? Diese unsichtbaren Sprünge, aber wir haben zum. Scheiße, wir haben noch nicht die Hälfte von der Stage gehabt. Bam. Aber das macht nichts. Dafür haben wir jetzt Dixie und Dixie regelt das Ganze hier. Dixie regelt. Wir dürfen hier nur nicht zu hoch fliegen. Das ist das N. Oh toll, jetzt habe ich das K, das O vergessen. Apropos O vergessen, wo ist denn eigentlich hier jetzt die Halbzeit der Stage hin gewesen? Aber wisst ihr was? Ist mir aber auch egal, solange ich diese Stage hier relativ gut und zügig hinbekomme. Die DK-Münze, die nehme ich mit. Na gut, Tommy, hier ein Käffchen für dich. Sogar ein gratis. Sehr ärgerlich. Weil. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier nochmal abspeichern kann. Das heißt also. Oh, darf ich hier safe statten? Das müssen wir wieder von vorne anfangen. Beim Crazy Coaster. Hätte ich jetzt richtig Bock drauf, zu verkacken. Vor allem, Alter, was ist denn das für ein Assi-Sprung hier? Dieser Sprung hier ist so kacke. Und ich kann nicht abspeichern. Also ich muss das jetzt auf Anhieb schaffen. Ansonsten Game Over. Und die olle Fliege noch mal machen. Das ist zumindest schon mal ein gutes Ding. Boah. Nicht abspeichern! Nein, Mann! Das ist so. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's einfach nicht. Dieses Spiel foppt mich aber hart. So, ich mache hier eine kleine Pause. Wir sind gleich wieder.